それからってその金がなくなったんや。だから指切って1、2、3、3、金取れたんや。Ehrwürdiger Euer Nun, nehm hier dies als Zeichen meiner tiefsten Reue. Ginza, Nobelviertel und Amüsiermeile der japanischen Hauptstadt Tokio. Auf der einen Seite Glitzerwelt, auf der anderen das Zentrum von Japans Unterwelt. Jahrelang war die Ginza sein Revier. Yoichi Nakamura, ein ehemaliger Yakuza. Man nannte ihn ehrfürchtig den Löwen von Ginza. Er war der Geldeintreiber seines Clans. Heute hält er sich von dem Viertel lieber fern. 37 Jahre lang war ich ein Yakuza. Jetzt nicht mehr. Die Ginza war mein altes Revier. Ich darf mich hier nicht mehr blicken lassen. Lebe wohl, mein Ginza. Das ist mein Enkel Riki. Er ist gerade 8 geworden. Stimmt? Und das ist Rikis kleiner Bruder, Ren. Der ist 3. Und der Enkel sagt, mein Opi ist Yakuza-Boss. Toyohiko Tanaka, Yakuza-Boss. Toyohiko Tanaka ist einer der wichtigsten Männer in Japans Unterwelt. Er hat uns erlaubt, ihn in sein Territorium zu begleiten. Wir folgen der Limousine in eine Ausflugsregion nördlich von Tokio. Überall wird der Yakuza-Boss erkannt und bewundert. Niemand hier scheint Angst vor dem mächtigen Verbrecherboss zu haben. Tatsächlich sind die Yakuza tief verwurzelt in der japanischen Gesellschaft und wurden jahrhundertelang toleriert. Sie sehen sich als Erben der Samurai, als Verfechter des guten alten Japans. Hilf den Schwachen und wehre dich gegen die Mächtigen. So steht es im Ehrenkodex der Yakuza. Vergleiche mit der Mafia verabscheut Tanaka. Als Yakuza bist du kein gewöhnlicher Krimineller. Unsere wichtigste Grundregel lautet: Der normale Bürger ist für uns tabu. Alte Frauen und Kinder, die lassen wir in Ruhe. Wir sind nicht wie der ordinäre kriminelle Abschaum. Wir Yakuza, wir respektieren unsere Mitmenschen. Aber wir können natürlich auch nicht immer nur nett sein. Von irgendwas müssen wir schließlich leben. Selbstverständlich nehmen wir in unserem Territorium Schutzgelder. Nur wenige Augenblicke später. Wir beobachten, wie unsere Begleiter durch die Restaurants schlendern. Ganz selbstverständlich. Schutzgeld, ein klassisches Geschäft der Yakuza. Sie sorgen dort für Recht und Ordnung, wo die Polizei nicht erwünscht ist. So sehen sie ihre Daseinsberechtigung. Eine Art Dienstleistung für die Bevölkerung. Wir haben gewisse Regeln, strenge Regeln. Die müssen alle Mitglieder befolgen. Wir tolerieren keinen, der nur in seinem eigenen Interesse handelt. Wer sich nicht an unseren Ehrenkodex hält, fliegt raus. Für einen Yakuza ist das die größte Schande. Schlägertypen schaden unserem Ruf. Zurück in Tokio. Der frühere Yakuza Nakamura erzählt seine Geschichte. Ich bin's, Nakamura. Ich bin rausgeflogen bei den Yakuza. Die haben gesagt, die brauchen so einen wie mich nicht mehr. Es war nur ein kleiner Streit. Eine Prügelei halt. Ging ums Geld. Und die schmeißen mich einfach raus. Nach 37 Jahren. Das war ein Schlag in die Magengrube. Bilder aus besseren Zeiten. Nakamura ist genau die Art Yakuza, die Tanaka nicht mehr duldet. Yoichi Nakamura hat verloren, was 4 Jahrzehnte sein Leben war. Jetzt will er ein neues aufbauen. Als Immobilienmakler und Boxpromotor. Business Meeting mit den neuen Partnern. Ganz schnell wird klar, alle hier im Raum waren mal Yakuza.
Voller Stolz und Wehmut denken sie an diese Zeit zurück. Ich beginne jeden Tag mit einem Spaziergang an der frischen Luft. Saiko! Good morning! Have a nice day! Go, 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 go! Ich bin mit Anfang 20 den Yakuza beigetreten. Ich hätte alles für meinen Boss getan. Treu bis in den Tod. Mein Clan war mein Leben. Ich glaube noch immer, dass er eine großartige Organisation ist. Ein Yakuza sein, das heißt ein Krieger sein, mit den Gegnern kämpfen bis aufs Letzte. Und ich bin ein Kämpfer. Nakamura macht sich Mut. Immerhin ist er fast 60. Ein alter Yakuza-Krieger, der nun ganz von vorne anfängt. Daikaku Chodoin, genannt Sensei, der Meister. Daikaku Chodoin kennt alle wichtigen Yakuza-Bosse persönlich. Jahrelang war er Berater des Syndikats. Jetzt will er eine neue Organisation gründen. Die traditionellen Yakuza, glaubt er, wird es nicht mehr lange geben. Früher, da waren die Yakuza noch wer. Jeder wollte so sein wie sie. Die meisten sind aus Verehrung Mitglieder geworden. Aber in den modernen Zeiten haben die Yakuza ihre Faszination längst verloren. Die gelten doch in der heutigen Generation nicht mal mehr als cool. Sie haben einfach keine Macht mehr. Es werden immer mehr auf der Straße landen. Ich biete ihnen eine neue Heimat. Der Sensei, der Meister, nimmt uns mit in seinen Karate-Club. Ex-Yakuza lässt er hier umsonst trainieren. Wir erfahren, der Sensei ist auch Nakamuras Meister. Einige Wochen später. Als wir Yoichi Nakamura wieder besuchen, schmiedet dieser mit einem anderen Geschäftspartner Pläne. Auch er offensichtlich ein Ex-Yakuza. Ein Blick auf seine Finger reicht. Und er will uns zeigen, wie es dazu kam. Der Clan hatte gerade unter meinem Namen ein Bankkonto eröffnet und eine halbe Million Dollar eingezahlt. Zufällig hatte ich zu der Zeit gerade eine Menge Spielschulden. Ziemlich genau dieselbe Summe. Also dachte ich, ich könnte es doch einfach von meinem Konto nehmen. Damit habe ich Schande über meinen Clan und meinen Oyabun gebracht. Um mein Gesicht zu wahren, musste ich dem Ehrenkodex der Yakuza folgen. Und ab war er. Ich habe die Fingerkuppe dann sorgfältig in Formaldehyd eingelegt und per Kurier an meinen Clan geschickt. Nur so konnten sie mir vergeben. Für einen Yakuza ist das Fingerabschneiden das bedeutendste Zeichen der Sühne, das es gibt. Oyabun Tanaka, der Yakuza-Boss, hat uns eingeladen. Eine besondere Ehre. Er will uns etwas zeigen. Offenbar ist ihm wichtig, dass wir seine Welt verstehen. Hallo.
Gucken Sie da vorn, das bin ich. Hiermit ernenne ich Toyohiko Tanaka aus der Tamagawa-Familie zum 8. Oyabun der Tamagawa, heißt es in dem Video. Das ist die bedeutendste Zeremonie der Yakuza, die Intronisation des neuen Oyabun. Man bekommt die wichtigsten Insignien des Clans überreicht. Sie symbolisieren das Territorium des Clans und die lange Geschichte der einzelnen Clanfamilien. Am bedeutendsten ist Tamashi, der Spirit. Über 300 Jahre Clan-Geschichte. Für einen Moment fühlen wir uns ins alte Japan zurückversetzt. Sehen Sie zum Beispiel, was mein Diener hier macht. Das ist in Japan ganz normal. Zumindest in dem Japan, wie wir es verstehen. Putzen, Wäsche waschen, kochen, das hat nichts mit niederer Arbeit zu tun. Es sind Lehrjahre, die den Menschen formen. Der Jüngere kümmert sich um den Alten, das ist das Prinzip. Ich selbst habe das auch gemacht. Im Gegenzug sorge ich für meine Schützlinge und gebe ihnen alles, was sie brauchen. Natürlich nur, wenn sie ihre Pflichten anständig erledigen. So ist unser Gesetz. Ich diene meinem Oyabun seit 7 Jahren, sagt der Diener. Ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr auf und mache dem Boss Frühstück. Dann putze ich das Haus und mache alles, was er mir aufträgt, egal was es ist. So sieht mein Alltag aus. Ich würde für den Oyabun sogar mein Leben geben. Wenn du bereit bist, für deinen Clan alles zu geben, was es auch sei, sogar ins Gefängnis gehen, wenn du alles tust, was man von dir verlangt, dann schaffst du es Schritt für Schritt nach oben. Wenn du unsere Regeln achtest, dann kannst du irgendwann sogar selbst ein Oyabun werden. Er markiert sein Revier. Vor ein paar Tagen hat Nakamura uns angerufen. Er will mit uns Grundstücke für sein Immobilienprojekt besichtigen. Schon als Yakuza gehörten Immobiliengeschäfte zu seinen Aufgaben. In der Blütezeit der japanischen Immobilienblase in den 90ern war er Millionär. Er will es jetzt wieder werden. Hier, das kommt alles weg. Wir bauen hier einen riesigen Gebäudekomplex hin. Die Dinger da sind doch uralt. Kann doch eh kein Schwein mehr drin wohnen. Wir machen da einen schicken Neubau hin. Die Eigentümer wollen aber viel zu viel Geld für die Bruchbuden. Können die vergessen. 1, 2, 3, hau ich alles weg. Oh ja, hier geht auch noch was. Schau dir das an. Überall Baulücken. Da, da muss ich mal knipsen. Guck hier. Wir könnten die ganze Straße platt machen. Da wäre Platz für ein mega Einkaufszentrum. Die wollen tatsächlich Geld, wenn sie raus müssen. Mit sowas muss ich mich rumschlagen. Die weigern sich einfach auszuziehen. Dann werden wir denen mal ein bisschen Stress machen. Vielleicht sollten wir einen Killer engagieren. Am Abend. Nakamura ist mit seinem Mentor verabredet. Der Sensei scheint zufrieden. Wie in alten Zeiten geht es gleich ins japanische Nachtleben. Dort will Nakamura auch für seine erste Boxveranstaltung werben. Ich werde mich immer an meine Yakuza-Zeit auf der Ginza erinnern.
Das waren die besten Jahre meines Lebens. Wir hatten die schönsten Mädels. Es war eine geile Zeit. Wir wussten einfach, wie man sich vergnügt. Jeden Tag Shampoos. Wein für 10.000 Dollar die Flasche. Manchmal habe ich in einem Monat 60.000 Dollar verjubelt. Mädels, ich bin Boxpromoter. Ich brauche Nummern, Girls. Hier ist mein Handy. Los, gebt eure Nummern ein. Hey Junge, ich organisiere einen Boxkampf. Hier, 1er Plätze in der ersten Reihe. Nur für dich. Ja, nur für dich. Zeit für die alte Clan-Hymne. Es ist spät geworden. Wir sind auf dem Weg in die Ginza und dürfen den Sensei noch ein Stück begleiten. Redselig ist er heute. Wisst ihr eigentlich, dass ich 57 Kinder habe? Ich habe aber vor, noch einige mehr zu bekommen. Ich bin schließlich erst 70 Jahre alt. Meine Söhne haben ihr eigenes Leben und müssen dafür Verantwortung übernehmen. Wenn sie Yakuza werden wollen, sollen die das machen. Ich mische mich da nicht ein. Die müssen für sich selber kämpfen. Wenn sie jemanden umlegen, dann müssen sie eben in den Knast. Kann natürlich auch sein, dass sie selbst getötet werden. Vor ein paar Wochen erst ist einer meiner Jungs gestorben. Das berührt mich kein bisschen. Der Sensei lässt nichts an sich heran. Nur ein starker Mann ist ein echter Kerl, sagt er. Mut, Ausdauer, Männlichkeit, darauf kommt es ihm an. Dass den meisten Yakuza diese Tugenden heute fehlen, dafür verachtet er sie. Die Yakuza von heute sind doch alle Schwächlinge. Ihre Ausbildung ist viel zu weich. Wenn die mal jemanden umlegen müssen, machen das meistens die 60-Jährigen. Die Jungen sind dazu doch gar nicht mehr fähig. Denen fehlt einfach die Kraft der älteren Mitglieder. Wenn du nicht in der Lage bist, einen Menschen zu töten, bist du kein Yakuza. Und wenn du nicht bereit bist, dein eigenes Leben zu opfern, bist du auch kein Yakuza. Wir halten in einer Seitenstraße an einem Hintereingang. Für uns endet hier der Abend. Wir müssen draußen bleiben. Wen der Sensei in der Bar trifft, will er nicht verraten. Ein paar Wochen sind vergangen. Yakuza-Boss Tanaka hat uns in ein Restaurant bestellt. Unser letzter Besuch hat offenbar sein Vertrauen gestärkt. Heute will er uns ein Geständnis machen. Zuerst war es nur ein ganz normaler Streit. Es ging um die Ehre. Einer meiner Mitbrüder hatte ohne Erlaubnis einfach ein neues Mädchen in den Club gebracht. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Er redete was von Liebe und so. Dann ist die Situation irgendwie eskaliert. Ich ließ mir mein Schwert bringen, das hatte ich vorher auf der Toilette versteckt. Und dann ging alles ganz schnell. Ich habe zugestochen und plötzlich war alles voller Blut. Heute bereue ich das schon irgendwie. Wir hier in Japan töten nicht einfach so. Wenn wir jemanden umbringen, dann haben wir auch einen guten Grund dafür. Das unterscheidet uns von der ausländischen Mafia. Wir haben unseren Stolz. Jahrelang haben Tanaka und sein Clan sogar offen mit der Polizei zusammengearbeitet. Bis heute ist er eng mit dem Mann befreundet, der ihn damals ins Gefängnis brachte. Norio Tamura, ehemaliger Chefermittler des Sonderkommandos Yakuza. Dieser Mann hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Immer hat er mit den Gesetzen gewedelt. Aber wir haben einander respektiert und geschätzt. Tamura war fast jeden Tag bei uns im Büro. Er kam rein mit einem Lächeln und einer Tasse Kaffee und wir haben geredet. Zwischen uns und der Polizei, das war eine Begegnung auf Augenhöhe. Wir waren für sie immer transparent.
Im Gegenzug hat die Polizei beim Glücksspiel oder so auch mal ein Auge zugedrückt. Heute ist das anders. Traditionellen Yakuza wie Tanaka fällt es immer schwerer, den alten Ehrenkodex zu bewahren. Viele seien nur noch am schnellen Geld interessiert. Die Behörden sahen sich gezwungen, den Druck auf die Yakuza zu verschärfen. Immer strengere Gesetze wurden erlassen. Aber nicht alle Japaner halten das für die beste Lösung. Selbst Ex-Polizist Tamura hat seine Zweifel. Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber bei aller Kritik, die Yakuza sorgen in ihren Gebieten schon für Recht und Ordnung. Immerhin halten sie gemeine Straßenbanden oder fremde Drogenkartelle fern. In der Unterwelt spielt sich vieles ab, ohne dass wir Polizisten einen Zugriff darauf hätten. Nur die Yakuza bieten beispielsweise den ausländischen Gangsterbanden die Stirn und können sogar bestimmte Verbrechen verhindern. In Tokio steht die erste Boxveranstaltung von Nakamura vor der Tür. Der Ex-Yakuza braucht jetzt dringend einen Erfolg. Sein geplantes Immobiliengeschäft ist geplatzt. Hallo, ich promote ein Boxspektakel hier in Tokio. Wenn du Zeit hast, wäre es geil, wenn du kommst. Ich werde dir die besten Plätze reservieren. 1A-Plätze direkt am Ring, nur für dich. Hau drauf, du Pfeife! Verdammt, streng dich endlich mal ein bisschen an! Drauf, 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 jawohl! Das ist hier für einen guten Zweck. Wir haben überall Kisten aufgestellt, da können die Leute spenden. Und die geben wir dann den Opfern des Tsunami. Ich weiß nicht, wie viel dabei rumkommt. Das ist mein erstes Box-Event als Promoter. Leider sind nicht so viele Leute hier, wie ich gehofft habe. Ich fühle mich irgendwie im Stich gelassen. Früher haben die Boxställe uns Yakuza extra angeheuert, um alles zu organisieren. Wir haben das Geschäft quasi komplett kontrolliert. Zeit für einen Kassensturz. Das Ergebnis ernüchternd. Verdient hat Nakamura heute nichts. Das Geld reicht nicht einmal für die Hallenmiete. Es wird sein erstes und gleichzeitig letztes Box-Event gewesen sein. Wenn du erstmal ein normaler Bürger bist, glauben die Leute, du bist schwach und sie können sich alles erlauben. Das lasse ich mir nicht noch einmal bieten. In Zukunft mache ich es wieder auf die alte, gute Art. Mit Gewalt. So wird das nichts. Nach 37 Jahren kann ich halt nichts anderes. Ich bin und bleibe ein Gangster. Eines der Häuser von Yakuza-Boss Tanaka. Wir haben um ein Treffen gebeten. Nach dem Gespräch mit dem Polizisten wollen wir von Tanaka erfahren, wie er die veränderten Bedingungen für die Yakuza sieht. Es gibt einige Clans, ich nenne sie Rambo-Clans, die in letzter Zeit schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben. Sie überfallen Banken, erpressen die Menschen und handeln sogar mit Organen. Genau deshalb macht die Polizei es uns inzwischen so schwer und versucht jetzt, alle Yakuza zu vernichten. Aber diese Verbrechen sind absolut untypisch für uns Yakuza. Und ich kann sogar irgendwie verstehen, dass die Polizei so ein Verhalten nicht toleriert. Sie sehen sich zu Unrecht verfolgt.
Vor der Kamera sind Tanakas Anhänger bemüht, sich als Unschuldslämmer der organisierten Kriminalität zu präsentieren. Ich gebe offen zu, dass ich ein Verbrecher bin. Aber ich war mit Sicherheit sehr viel schlimmer, bevor ich ein Yakuza wurde. Ich bin jetzt das Eigentum von meinem Boss. Er lehrt uns immerhin gewisse Werte, wie ein Vater. Natürlich gibt es Vorschriften in unserer Stadt. Wenn du beispielsweise eine neue Bar eröffnen willst, musst du das vorher mit uns abklären, sonst könnte es ungemütlich werden. Wenn jemand Stress in deinem Nachtclub macht, dann willst du doch gar nicht, dass die Polizei sich da einmischt. Wenn da plötzlich die Bullen in Uniform vor der Tür stehen, dann kann das ganz schnell deinem Ruf schaden. Deshalb wenden sich die Leute eben lieber an uns. Wir können die Dinge geräuschloser regeln. Es ist nicht so, als würden wir sie dazu zwingen. Die kommen doch freiwillig zu uns. Zurück bei Nakamura. Nach den Flops bei Immobilien und Boxkampf hat der Sensei, der Meister, reagiert. Ein weiterer Geschäftspartner soll den Ex-Yakuza Nakamura im Auge behalten. Also ich persönlich war ja nur ein einziges Mal im Knast. Aber ihr zwei Idioten lasst euch immer wieder einbuchten. Das waren doch alles irgendwie Betriebsunfälle. So Wirtschaftszeug halt. Ich? Waffenbesitz. Und währenddessen hat sich jemand mit deinen 2,5 Millionen aus dem Staub gemacht, du Idiot. Halt's Maul, du Depp. Ich bin ja wegen einer Schlägerei 10 Monate eingefahren. Kurz vor Haftantritt habe ich meine erste Frau geheiratet. Tja, und als ich dann wieder rauskam, wollte meine Frau die Scheidung. Ja, so ist das eben, wenn man im Knast ist. Wir hatten uns so geliebt, Akiko und ich. Aber als ich wieder da war, war sie total abweisend. Der Sex mit ihr in der Nacht, das war wie mit so einer Gummipuppe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier die neuesten Nachrichten aus dem Tsunami-Gebiet. Wir sind in der Provinz Miyagi. Auf dem Weg in ein Flüchtlingslager. Wir haben den armen Menschen Geschenke mitgebracht. Wir wollen ihnen eine Freude machen. Schau dir das an. Hier ist ja nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Kurzer Zwischenstopp. Mir fehlen die Worte. Seht euch die Schiffe an, die Autos. Ich habe als Yakuza mit vielen gefährlichen Gegnern zu tun gehabt und mich oft gefürchtet. Aber im Vergleich zu dieser zerstörerischen Naturgewalt war das alles wie Kindergeburtstag. Wir haben bis vor kurzem noch die Kinder gelernt,
Irre, sich das vorzustellen. Jetzt ist alles futsch. Weiter Richtung Norden durch eine Region, von der der Tsunami nichts übrig gelassen hat. Zum Flüchtlingslager ist es nur noch ein kurzes Stück. Bescherung. Plötzlich sind all diese Leute gekommen und haben geschrien: Lauft, lauft, lauft. Der Tsunami kommt. Rennt um euer Leben. Wir haben uns dann alle auf das Dach der Schule geflüchtet. Es ist schrecklich. Ich hatte mal ein eigenes Häuschen und jetzt bin ich hier auf Almosen angewiesen. Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Ich habe sehr viel geweint. Wie viel Bier darf man jetzt pro Person nehmen? Ungefähr 2. Auch Monate nach der Katastrophe dient die örtliche Turnhalle noch immer als Notunterkunft für die, die gar nichts mehr haben. Etwa 30 Flüchtlinge leben hier. Nakamura ist heute zum ersten Mal hier, aber sein Begleiter kennt das Camp. Er war kurz nach dem Beben schon mal da, damals als Yakuza. Die Yakuza gehörten zu den ersten, die den betroffenen Menschen nach dem Tsunami halfen, noch bevor die staatliche Hilfsmaschinerie angelaufen war. Vielen Dank nochmal für das Bier. Ich habe schon ewig keinen Alkohol mehr getrunken. Puh, mir ist schon ganz heiß. Ich bin das einfach nicht mehr gewöhnt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die tun mir wirklich leid. Hör zu, ich habe die Idee. Wasserflaschen. Ich habe eine Quelle, da kriegen wir den halben Liter für 25 Yen. Und die verkaufen wir dann fürs Fünffache in den Tsunami-Gebiet. Die brauchen doch dringend Trinkwasser da. Seit dem Besuch im Tsunami-Gebiet sind Wochen vergangen. Auch aus dem Geschäft mit den Wasserflaschen ist nichts geworden. Nakamuras Mentor, der Sensei, wird langsam ungeduldig. Er hatte mehr von ihm erwartet. Der Ex-Yakuza hadert mit seinem Schicksal. Ich bereue unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue mir selbst leid. Nur mir selbst. Niemanden anderen. Mir tut gar nichts leid. Nein, stimmt. Mir eigentlich auch nicht. Das wird schon. Hör auf mit der Vergangenheit. Schau dir nicht nach vorn. Von nichts kommt nichts.
Grußlos verabschiedet sich der Sensei. Der Meister hat genug. Am Nachmittag irgendwo außerhalb von Tokio. Noch einmal besuchen wir den Yakuza-Boss Tanaka. Er hat uns in sein Heiligtum eingeladen. Zu sich und seinen Kindern und Enkeln nach Hause. Nie zuvor durften Europäer bisher seine Privaträume betreten. Wenn der Druck gegen uns so weitergeht, wird sich die Welt der Yakuza immer mehr zum Schlechten wenden. Auch wir können langsam nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir werden viel geheimer agieren müssen. Wir werden abtauchen, genau wie die gewöhnliche Mafia. Yakuza-Boss Tanaka bangt um seine Familientradition, um die Zukunft der Yakuza, wie er sie kennt. Jedes Jahr verliert sein Clan Mitglieder. Zu viele tun inzwischen alles für Profit, sagt er. Die Yakuza entwickeln sich allmählich zu ganz gewöhnlichen Verbrechern. Der Gedanke, dass seine eigenen Enkel einmal in so einer Yakuza-Welt landen, unerträglich. Die Zukunft macht mir Angst. Und daher werde ich auch bestimmt nicht zulassen, dass meine Enkelkinder in diesen Zeiten noch Yakuza werden. Rund 400 Jahre waren die Yakuza ein bedeutender Pfeiler der japanischen Gesellschaft. Doch innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich ihre Welt komplett verändert. Plötzlich ein Anruf aus Tokio. Wir sollen sofort in das Büro kommen. Dort treffen wir einen völlig aufgelösten Yoichi Nakamura. Der ehemalige Löwe von Ginza ist gescheitert. Ich habe die Miete nicht bezahlt. Und jetzt wirft er mich hier raus. Morgen muss ich schon den Schlüssel abgeben. $30,000 soll ich zahlen, wenn ich bleiben will. Mist, was soll ich jetzt tun? Ich habe gedacht, ich kann hier erstmal umsonst wohnen. Ich hätte ja auch was bezahlt, wenn das Business erstmal läuft. Ich habe wirklich alles gegeben, aber es hat nicht geklappt. Die Kohle kam nie rein. Es gab Stress. Ich kann einfach nur Yakuza. Was anderes kann ich gar nicht. Ich gehe irgendwo hin und guck mal. Ich weiß nur eins, obdachlos werde ich ganz bestimmt nicht. Ich finde schon was. Es ist das letzte Mal, dass wir Yoichi Nakamura sehen. Am nächsten Tag ist sein Büro leer. Der ehemalige Löwe von Ginza ist spurlos verschwunden. Ein Jahr später hören wir, dass er tot sein soll. Es war vor 11 Jahren. Ich hatte meinem Boss ein Geschäft versaut. $400,000 futsch. Es gab nur noch eine Chance, meine Ehre zu retten. Ehrwürdiger Oyabun, nehm hier dies als Zeichen meiner tiefsten Reue. Ginza, Nobelviertel und Amüsiermeile der japanischen Hauptstadt Tokio. Auf der einen Seite Glitzerwelt, auf der anderen das Zentrum von Japans Unterwelt. Jahrelang war die Ginza sein Revier. Yoichi Nakamura, ein ehemaliger Yakuza. Man nannte ihn ehrfürchtig den Löwen von Ginza. Er war der Geldeintreiber seines Clans.
Heute hält er sich von dem Viertel lieber fern. 37 Jahre lang war ich ein Yakuza, jetzt nicht mehr. Die Ginza war mein altes Revier. Ich darf mich hier nicht mehr blicken lassen. Lebe wohl, mein Ginza. Das ist mein Enkel Riki. Er ist gerade 8 geworden. Stimmt? Und das ist Rikis kleiner Bruder, Ren. Der ist 3. Und der Enkel sagt, mein Opi ist Yakuza-Boss. Toyohiko Tanaka, Yakuza-Boss. Toyohiko Tanaka ist einer der wichtigsten Männer in Japans Unterwelt. Er hat uns erlaubt, ihn in sein Territorium zu begleiten. Wir folgen der Limousine in eine Ausflugsregion nördlich von Tokio. Überall wird der Yakuza-Boss erkannt und bewundert. Niemand hier scheint Angst vor dem mächtigen Verbrecherboss zu haben. Tatsächlich sind die Yakuza tief verwurzelt in der japanischen Gesellschaft und wurden jahrhundertelang toleriert. Sie sehen sich als Erben der Samurai, als Verfechter des guten alten Japans. Hilf den Schwachen und wehre dich gegen die Mächtigen. So steht es im Ehrenkodex der Yakuza. Vergleiche mit der Mafia verabscheut Tanaka. Als Yakuza bist du kein gewöhnlicher Krimineller. Unsere wichtigste Grundregel lautet, der normale Bürger ist für uns tabu. Alte Frauen und Kinder, die lassen wir in Ruhe. Wir sind nicht wie der ordinäre kriminelle Abschaum. Wir Yakuza, wir respektieren unsere Mitmenschen. Aber wir können natürlich auch nicht immer nur nett sein. Von irgendwas müssen wir schließlich leben. Selbstverständlich nehmen wir in unserem Territorium Schutzgelder. Nur wenige Augenblicke später. Wir beobachten, wie unsere Begleiter durch die Restaurants schlendern. Ganz selbstverständlich. Schutzgeld, ein klassisches Geschäft der Yakuza. Sie sorgen dort für Recht und Ordnung, wo die Polizei nicht erwünscht ist. So sehen sie ihre Daseinsberechtigung. Eine Art Dienstleistung für die Bevölkerung. Wir haben gewisse Regeln, strenge Regeln. Die müssen alle Mitglieder befolgen. Wir tolerieren keinen, der nur in seinem eigenen Interesse handelt. Wer sich nicht an unseren Ehrenkodex hält, fliegt raus. Für einen Yakuza ist das die größte Schande. Schlägertypen schaden unserem Ruf. Zurück in Tokio. Der frühere Yakuza Nakamura erzählt seine Geschichte. Ich bin's, Nakamura. Ich bin rausgeflogen bei den Yakuza. Die haben gesagt, die brauchen so einen wie mich nicht mehr. Es war nur ein kleiner Streit. Eine Prügelei halt. Ging ums Geld. Und die schmeißen mich einfach raus. Nach 37 Jahren. Das war ein Schlag in die Magengrube. Bilder aus besseren Zeiten. Nakamura ist genau die Art Yakuza, die Tanaka nicht mehr duldet. Yoichi Nakamura hat verloren, was 4 Jahrzehnte sein Leben war. Jetzt will er ein neues aufbauen. Als Immobilienmakler und Boxpromotor. Business Meeting mit den neuen Partnern. Ganz schnell wird klar, alle hier im Raum waren mal Yakuza. Voller Stolz und Wehmut denken sie an diese Zeit zurück. Ich beginne jeden Tag mit einem Spaziergang an der frischen Luft. Saiko! Good morning! Have a nice day!
Ich bin mit Anfang 20 den Yakuza beigetreten. Ich hätte alles für meinen Boss getan. Treu bis in den Tod. Mein Clan war mein Leben. Ich glaube noch immer, dass er eine großartige Organisation ist. Ein Yakuza sein, das heißt ein Krieger sein, mit dem Gegner kämpfen bis aufs Letzte. Und ich bin ein Kämpfer. Nakamura macht sich Mut. Immerhin ist er fast 60. Ein alter Yakuza-Krieger, der nun ganz von vorne anfängt. Daikaku Chōdōin, genannt Sensei, der Meister. Daikaku Chōdōin kennt alle wichtigen Yakuza-Bosse persönlich. Jahrelang war er Berater des Syndikats. Jetzt will er eine neue Organisation gründen. Die traditionellen Yakuza, glaubt er, wird es nicht mehr lange geben. Früher, da waren die Yakuza noch wer. Jeder wollte so sein wie sie. Die meisten sind aus Verehrung Mitglieder geworden. Aber in den modernen Zeiten haben die Yakuza ihre Faszination längst verloren. Die gelten doch in der heutigen Generation nicht mal mehr als cool. Sie haben einfach keine Macht mehr. Es werden immer mehr auf der Straße landen. Ich biete ihnen eine neue Heimat. Der Sensei, der Meister, nimmt uns mit in seinen Karate-Club. Ex-Yakuza lässt er hier umsonst trainieren. Wir erfahren, der Sensei ist auch Nakamuras Meister. Einige Wochen später. Als wir Yoichi Nakamura wieder besuchen, schmiedet dieser mit einem anderen Geschäftspartner Pläne. Auch er offensichtlich ein Ex-Yakuza. Ein Blick auf seine Finger reicht. Und er will uns zeigen, wie es dazu kam. Der Clan hatte gerade unter meinem Namen ein Bankkonto eröffnet und eine halbe Million Dollar eingezahlt. Zufällig hatte ich zu der Zeit gerade eine Menge Spielschulden. Ziemlich genau dieselbe Summe. Also dachte ich, ich könnte es doch einfach von meinem Konto nehmen. Damit habe ich Schande über meinen Clan und meinen Oyabun gebracht. Um mein Gesicht zu wahren, musste ich dem Ehrenkodex der Yakuza folgen. Und ab war er. Ich habe die Fingerkuppe dann sorgfältig in Formaldehyd eingelegt und per Kurier an meinen Clan geschickt. Nur so konnten sie mir vergeben. Für einen Yakuza ist das Fingerabschneiden das bedeutendste Zeichen der Sühne, das es gibt. Oyabun Tanaka, der Yakuza-Boss, hat uns eingeladen. Eine besondere Ehre. Er will uns etwas zeigen. Offenbar ist ihm wichtig, dass wir seine Welt verstehen. Gucken Sie da vorn, das bin ich. Hiermit ernenne ich Toyohiko Tanaka aus der Tamagawa-Familie zum 8. Oyabun der Tamagawa, heißt es in dem Video. Das ist die bedeutendste Zeremonie der Yakuza, die Intronisation des neuen Oyabun. Man bekommt die wichtigsten Insignien des Clans überreicht. Sie symbolisieren das Territorium des Clans und die lange Geschichte der einzelnen Clanfamilien. Am bedeutendsten ist Tamashi, der Spirit. Über 300 Jahre Clan-Geschichte. Für einen Moment fühlen wir uns ins alte Japan zurückversetzt. Sehen Sie zum Beispiel, was mein Diener hier macht.
Das ist in Japan ganz normal. Zumindest in dem Japan, wie wir es verstehen. Putzen, Wäsche waschen, kochen, das hat nichts mit niederer Arbeit zu tun. Das sind Lehrjahre, die den Menschen formen. Der Jüngere kümmert sich um den Alten. Das ist das Prinzip. Ich selbst habe das auch gemacht. Im Gegenzug sorge ich für meine Schützlinge und gebe ihnen alles, was sie brauchen. Natürlich nur, wenn sie ihre Pflichten anständig erledigen. So ist unser Gesetz. Ich diene meinem Oyabun seit 7 Jahren, sagt der Diener. Ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr auf und mache den Boss Frühstück. Dann putze ich das Haus und mache alles, was er mir aufträgt. Egal was es ist. So sieht mein Alltag aus. Ich würde für den Oyabun sogar mein Leben geben. Wenn du bereit bist, für deinen Clan alles zu geben, was es auch sei, sogar ins Gefängnis gehen, wenn du alles tust, was man von dir verlangt, dann schaffst du es Schritt für Schritt nach oben. Wenn du unsere Regeln achtest, dann kannst du irgendwann sogar selbst ein Oyabun werden. Er markiert sein Revier. Vor ein paar Tagen hat Nakamura uns angerufen. Er will mit uns Grundstücke für sein Immobilienprojekt besichtigen. Schon als Yakuza gehörten Immobiliengeschäfte zu seinen Aufgaben. In der Blütezeit der japanischen Immobilienblase in den 90ern war er Millionär. Er will es jetzt wieder werden. Hier, das kommt alles weg. Wir bauen hier einen riesigen Gebäudekomplex hin. Die Dinger da sind doch uralt. Kann doch eh kein Schwein mehr drin wohnen. Wir machen da einen schicken Neubau hin. Die Eigentümer wollen aber viel zu viel Geld für die Bruchbuden. Können die vergessen. 1, 2, 3, hau ich alles weg. Oh ja, hier geht auch noch was. Schau dir das an. Überall Baulücken. Da muss ich mal knipsen. Guck hier. Wir könnten die ganze Straße platt machen. Da wäre Platz für ein mega Einkaufszentrum. Die wollen tatsächlich Geld, wenn sie raus müssen. Mit sowas muss ich mich rumschlagen. Die weigern sich einfach auszuziehen. Dann werden wir denen mal ein bisschen Stress machen. Vielleicht sollten wir einen Killer engagieren. Am Abend. Nakamura ist mit seinem Mentor verabredet. Der Sensei scheint zufrieden. Wie in alten Zeiten geht es gleich ins japanische Nachtleben. Dort will Nakamura auch für seine erste Boxveranstaltung werben. Ich werde mich immer an meine Yakuza-Zeit auf der Ginza erinnern. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Wir hatten die schönsten Mädels. Es war eine geile Zeit. Wir wussten einfach, wie man sich vergnügt. Jeden Tag Shampoos. Wein für $10,000 die Flasche. Manchmal habe ich in einem Monat $60,000 verjubelt. Mädels, ich bin Boxpromoter. Ich brauche Nummern-Girls. Hier ist mein Handy. Los, gebt eure Nummern ein. Hey Junge, ich organisiere einen Boxkampf. Hier, 1A-Plätze in der ersten Reihe. Nur für dich. Ja, nur für dich. Zeit für die alte Clan-Hymne. Thank you.
kommen die Leute von hier also, und sitzen und machen Kacke. Boah, jetzt haben wir Ekelpakete gefunden. Ja. Lass dir einen Rückenpfand und musst dich die Hände. Es nervt ab und zu extrem. Der erste Hilfeschrei kam wirklich von der Polizei. Wie wenn man jetzt gerade mal mit dem Becherchen am Meer sitzt und versucht, das auszuschöpfen. Nichts anderes war's. Es geht immer nur Geld, Drogen, Geld, Drogen, Geld, Drogen. Und wir leben hier teilweise in einem rechtsfreien Raum. Das muss man ganz klar sagen. Frankie. Frankie. Komm, komm, komm. Frankfurt am Main. 10 Uhr morgens. Spritzen aufsammeln gleich neben dem Parkplatz. Es ist der Drogenmüll der Straßenszene, den Rudi, Horst und Frank beseitigen. Sie sind Teil der Fegerflotte. Eine Truppe, die jeden Werktag aufräumt im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und in den Autos muss man auch immer gucken, weil die Leute, die hocken sich dann so hier in den Autos, dass sie nicht gesehen werden. Ja? Und dann schmeißen die halt auch manchmal unter die Autos und dann, wenn dann das Auto wegfährt, ist dann da der Haufen. Ja. Ein Kampf gegen Dreck und Gesundheitsgefahr. Gebrauchte Nadeln ohne Kappe, ein Cocktail aus Blut und Drogen. Überall findet die Fegerflotte die Einwegspritzen. Und manchmal auch mehr. Ja, schaut so aus, ne? Ja. Jo. Was ist das bitte? Das ist Kaffee. Mit der Bombe. Das ist der Frühstück. Zweite Frühstück sozusagen. Dass sie selber süchtig sind, sieht man Rudi, Horst und Frank kaum an. Denn aus der Straßenszene sind sie raus. Wie mehr als 100 andere Abhängige bekommen sie ihre Droge in der städtischen Heroinausgabe. Ein Pilotprojekt. Sauberer Stoff, ärztlich verschrieben, auf Kosten der Krankenkasse. Okay. Ich brauche mir keine Gedanken mehr zu machen, wofür ich jetzt mein Dope ja, ne? oder die Kohle. Ja. So, wenn man drauf ist, jagt man eigentlich nur ein Geld hinterher, dass man sich den nächsten Druck machen kann. Und es geht einmal nur Geld. Drogen, Geld, Drogen, Geld, Drogen. Du hast für nichts anderes damit Zeit. Und durch die Vergabe hat erstmal kommt es wie ein Druck, wo von einem dann weg ist. Der Druck der Sucht. Was das bedeutet, wissen Sie hier in Frankfurt nur zu gut. 1989. Europas drittgrößte offene Drogenszene mitten in der Rheinmetropole. Seit Jahren wird Frankfurt von billigem Heroin überschwemmt. Über den Flughafen kommt der Stoff ins Land. Dealer und Drogenabhängige folgen. Ihr Mekka, die Taunusanlage. Ein schmaler Grünstreifen zwischen Oper, Banken und Bahnhofsviertel. Hier beginnt Frankfurts eigenwilliger Kampf gegen die Drogen. Also ganz konkret kam, ich glaube, der erste Hilferuf von der Polizei. Ja, weil die haben, also die haben gespürt oder gewusst, dass sie der Problematik die öffentliche Sicherheit und Ordnung herzustellen in Bezug auf die Drogenabhängigen, dass sie das nicht schaffen. Ja, das war, und dass die Beamten sich geweigert haben, gegen die Drogenabhängigen vorzugehen. Vor allen Dingen, weil es auch so sinnlos war. Ja. Sie haben sie auf die Wache gebracht und am nächsten Tag haben sie wieder auf der Drogenszene gefunden. Ja. Also die kamen sich, es war, sie haben gemerkt, dass dieser Drehtüreffekt sich immer wiederholt. Eine Polizei, die nicht mehr weiter weiß. Ein Novum in der ordnungsversessenen Bundesrepublik. Und dennoch folgerichtig. Denn die Junkies sind ein Problem. Doch der Gegner sitzt anderswo. Die 80er. Außerhalb Europas tobt der Drogenkrieg. Die USA kämpfen gegen Heroin und Koks aus Südamerika. Längst haben Dealer und Gangs ganze Stadtviertel amerikanischer Großstädte übernommen. Im Hintergrund die Drogenkartelle. Die Antwort der USA: Null Toleranz. Who's responsible? Let me tell you straight out. Everyone who uses drugs, everyone who sells drugs, and everyone who looks the other way. Ein erbitterter Kampf. Mit den Waffen der Militärmacht auf der einen Seite und den Mitteln der Mafia auf der anderen. Auch wenn die Drogenbosse in ihren Luxusheimen nicht mehr sicher sind. Ihre Geschäfte laufen weiter. Allerdings verlagern sie große Teile des Drogenhandels nach Europa.
Aus Süd- und Mittelamerika wird immer mehr Rauschgift geliefert. Die Zahl der Rauschgifttoten in der Bundesrepublik ist in diesem Jahr steil. Das Bundeskriminalamt hat in diesem Jahr bis jetzt 1000 Drogentote in der Bundesrepublik gemeldet. Die Bundesrepublik ist zur Drogendrehscheibe Nummer 1 in Europa geworden. Deutschland als Drogendrehscheibe und Frankfurt mittendrin. Die Folgen für die Stadt sind massiv. Weit über 100 Drogentote im Jahr. Mehr als 10.000 polizeilich erfasste Nutzer harter Drogen. Raubüberfälle, Autoeinbrüche und verdreckte Viertel. Stadt und Polizei halten mit Härte dagegen. Vergeblich. Thomas Zosel und Lars Güte waren damals dabei. Wo die beiden Kripo-Beamten heute spazieren gehen, herrschte früher blankes Chaos. Wir sind ja rein, haben die Leute rausgezogen, haben Anzeigen geschrieben, die sind mit aufs Revier gekommen, dann sind sie wieder rausgelassen, dann waren sie wieder hier. Man hat also letztendlich gar keinen Erfolg gesehen, kein Vorwärtskommen. Wie wenn man jetzt gerade mal mit einem Becherchen am Meer sitzt und versucht, das auszuschöpfen. Nichts anderes war es. Es war eine absolute Hilflosigkeit, die dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, das geht nicht, wir müssen einen anderen Weg finden. Wir haben Ende der 80er 1000 bis 1500 Menschen Tag und Nacht hier gehabt. Wir hatten in der Regel fast immer Polizei, Krankenwagen. Und das waren erbärmliche Zustände. Wir haben es dann abgesperrt, alles voneinander. Da ist keine Maus mehr durchgekommen. Dann. Da haben sie alles, also Razzia halt, groß Razzia. Dann sind wir runter in einen anderen Park. Ne? Dann sehen die uns hinterher, dann sind wir wieder zurück. Ne? Also ist wie Katz- und Maus-Spiel. Ne? Ist hin und her gegangen. Ich war auf dem Revier und dann sind wir abends mal zum Nachtdienst gekommen. Und dann hat dann ein Vorgesetzter gesagt, ach, wir kaufen uns jetzt Handbohrer und machen in die Löcher, machen in die Löffel Löcher rein, damit die Leute nicht mehr aufkochen können. So hilflos war mal. Ja. Ein aussichtsloser Kampf. Auch deshalb setzt die Frankfurter Polizei heute auf andere Maßnahmen. Geschulte Drogenpolizisten etwa, wie Kai Dube und Daniel Pfeil. Ah, guck mal, direkt von aus. Dube und Pfeil gehören zu einer Einheit, die sich ausschließlich um die Drogenszene kümmert. Okay, komm mal her. Erster Anlaufpunkt heute, ein Szenetreff. So, da hinten kann man jetzt sehr schön sehen, wie der Herr jetzt gerade direkt vom Kontaktcafé da hinten wird jetzt gerade. Der Herr in Grün zeigt zum Beispiel schon gerade auf Sie. Genau. Der hat sich schon bemerkt. Wir sind schon gewarnt worden offensichtlich. Man sieht ja, die bilden eine schöne Traube und es ist sehr schwierig, da reinzugucken und von hier aus kaum machbar. Wenn wir jetzt gleich dahin gehen werden, wenn die Ersten sich schon Richtung Kontaktcafé verziehen und die erste Abwanderung findet auch jetzt schon statt. Aber wir gehen mal gucken. Wir gehen ja mit der Sonne, vielleicht haben wir ja Glück. Spontankontrolle unter Abhängigen. Lass die Hände ruhig entspannt und muss nicht die Hände heben. Nee, ich habe nur Angst. Dass große Fische werden sie hier nicht fangen. Das wissen Dube und Pfeil. Vorsicht, da genau, ist schon dein die Mose 47. Einen kleinen Moment. Zeig's mir bitte nochmal. Seit mehr Fahrzeug. Als zwei Jahren sind sie in der Szene unterwegs. Ich danke dir. Ciao. Ja, man kennt sich. Ja, aber hier, Fernsehhalber. Okay. Hast du was dabei, wo nicht mehr wehtun könnte? Spritzen? Ich kann mit einer nee, lass die Hände mal raus, ich weiß nicht, sag's einfach. Ja, wir haben hier gerade einen großen Haufen Konsumenten gehabt. Es ist offensichtlich von fern zu sehen gewesen, dass hier verkauft wird und es weitergegeben wird. Crack in diesem Falle. Und wir haben gerade eben jemanden gehabt, der es noch in der Hand hatte, sich gerade die Pfeife gelegt hat. Der ist uns bekannt vom Sehen, ist aber kein üblicher BTM-Konsument. Präventiv für uns jetzt hier der Eingriff. Wir versuchen halt, dass diese Leute entweder halt den Rauchraum benutzen, den es extra dafür gibt und die Leute nicht draußen auf der Straße konsumieren oder sie es natürlich am besten ganz sein lassen. So, ich habe noch einen freien Platz. Räume für den Konsum harter Drogen, das gibt es tatsächlich. Komm ran. Nidderstraße 49, Frankfurts größter Druckraum. Das Angebot? Sauberes Spritzbesteck und Hygiene für Heroin- und Crackabhängige. Wer sich registrieren lässt, muss seinen Stoff zwar selber mitbringen, darf ihn hier aber straffrei konsumieren. Nur wer dealt, fliegt raus. Das Ziel? Die Junkies von der Straße holen. Wenn es ruhig ist, dann kann man auch mal 10 auf die Liste nehmen. Und dann stehen manchmal noch draußen welche, die warten. Also manchmal ist hier dann schon richtig was los. Also haben wir auch manchmal so 130, 150 Konsumvorgänge in einer Schicht. Tina gehört zu den Stammgästen. Die 34-Jährige ist seit 15 Jahren auf Heroin. Längst raucht sie zusätzlich Crack, weil das mehr kickt. Menschen wie ihr bietet der Druckraum Ruhe und Sicherheit, zumindest tagsüber. Nur nachts ist es dann scheiße, wenn zu ist. Was machst du dann? Dann gehe ich in Zug in eine Toilette, ja, auf öffentliche WCs oder an Plätze, wo ich kenne. Ja, da ich nicht so gut treffe, das war Glück jetzt, dass ich eine Ader wieder gefunden habe, also eine Vene, wo wieder funktioniert. Aber manchmal brauche ich an die 10 Nadeln und wenn dann kein gescheites Licht da ist, dann ist es ja noch schlimmer. Ja. Heroin und Crack, im Junkie-Jargon Stein genannt.
Dafür lebt Tina. Seit Jahren ist sie obdachlos und geht anschaffen. Sie hat Hepatitis C und mehrere Entzugsversuche abgebrochen. Tina gehört zu den rund 300 Abhängigen, die auf den Straßen von Frankfurts Bahnhofsviertel leben. Wie das auch beschissen ist, es gibt schon nur einen Raum, wo man dieses Crack halt rauchen darf. Und ja, die haben erstens mal, haben die ja nur von, wann öffnen die, um 8:30 bis 5 Uhr haben die offen. Aber man kann halt nur reingehen, ja, wenn man einen Stein hat. Man darf aber nicht reingehen und seine Pfeife kratzen. Also dieses Öl, diese Reste, wo drin hängen, was man ja noch mal rauchen kann. So, und dann vor ein paar Jahren, da hat es kein Polizist interessiert, ob man da irgendwo sitzt und seine Pfeife kratzt. Und jetzt, manche, die nehmen einem dann die komplette Pfeife weg. Und ja, manche sagen halt, geh woanders hin. Ja, aber wo denn? Ist ja überall verboten. Wohin mit den Crackrauchern? Ein ungelöstes Problem in Frankfurt. Trotzdem, insgesamt 4 Fixerstuben nehmen eine Menge Druck von der Straße. Mehr als 4000 Klienten spritzen hier statt in der Öffentlichkeit. Unter Aufsicht von geschultem Erste-Hilfe-Personal. Seit der Öffnung des ersten Druckraums vor 20 Jahren ist hier kein einziger Junkie an einer Überdosis gestorben. Ein Erfolg derer, die Süchtigen lieber helfen wollen, als sie unter Druck zu setzen. Der Leidensdruck, ja, den kann man mit polizeilichen Mitteln erhöhen, das stimmt schon. Aber dann wären auch die Drogentodeszahlen höher, als sie gegenwärtig sind. Und da ist Frankfurt beispielhaft. Und das ist tatsächlich das Resultat der Großzahl, der Vielzahl von niedrigschwelligen Hilfeangeboten. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 29 oder 28 Drogentote zu beklagen gehabt. Und das ist angesichts der Massivität des Drogenproblems hier in Frankfurt eine relativ geringe Zahl, immer noch 28 oder 29 zu viel, aber verglichen mit anderen Großstädten eine Zahl, die sich sehen lassen kann und die, wie gesagt, der Ausweis, das Ergebnis der vielen Bemühungen hier in Frankfurt ist. Wie ist denn der Vergleich mit anderen Großstädten? Haben Sie da Zahlen? Ja, also das sieht in Berlin ganz anders aus. Bei einer etwa vergleichbaren Zahl von Drogenabhängigen haben wir da 120 sogenannte Drogentote. Auch in München und in Städten, in denen es keine Drogenkonsumräume gibt, ist die Zahl sehr viel größer als hier in Frankfurt mit Konsumräumen und mit der erheblichen Zahl. Nur in 6 von 16 Bundesländern gibt es Konsumräume. Sicher auch, weil ein Großteil der Finanzierung bei den Städten liegt. Und weil im Hintergrund viele an einem Strang ziehen müssen. Das entscheidend Neue in Frankfurt war, dass man gemerkt hat, man kann die Drogenszene mit polizeilichen Mitteln allein nicht auflösen, man kann dem Problem nicht Herr werden. Und man muss einen übergeordneten, übergreifenden Ansatz wagen, wo man die Drogenhilfe, die Staatsanwaltschaft, die Verwaltung mit ins Boot holt und gemeinsam nach Lösungen sucht. Die Geburtsstunde des Frankfurter Weges. 1989 eine irritierende Erfindung. Denn Deutschland fährt damals die harte Tour. Dealer wegsperren, Drogen abfangen, Stärke zeigen. Miteinander reden, Lösungen diskutieren, stand dabei nicht auf dem Plan. Ja, es gab Gegenwehr vor allen Dingen von der Bundesebene. Ja. Der damalige Drogenbeauftragte Edward Lindner hat mich dann in irgendwelchen Talkshows oder so wurde ich angegriffen. Dann gab es immer die Schlagworte, ja, der Staat als Dealer, als um die Konsumräume ging. Und es gab immer, wie sagt man, Scheitern oder Versagen vor Kriminalität. Also das war das Bild, das war der große ideologische Überbau, ja, über den wir uns aber im Grunde dann hinweggesetzt haben. Kritik gibt es immer noch. Doch Einrichtungen wie die Druckräume sind längst etabliert. Auch weil sie oft erster Anlaufpunkt sind beim Ausstieg aus der Sucht. Wir haben ja einen Sozialdienst hier im Haus, wir haben dreimal die Woche Ärzte hier im Haus, auch einen Psychiater. Das heißt, bei Bedarf vermitteln wir Psychiater und Ärzte. Einen Arzt braucht Tina heute nicht, aber sie tauscht Spritzen. Wer eine gebrauchte Heroinpumpe abgibt, erhält dafür eine neue. 50 Teile, was willst du denn haben? Hätte ich gern 30. Neue Spritzen heißt weniger Hepatitis C und AIDS. Filter. Also damals in der Taunusanlage, wie das war, ne, wo es noch keine Druckräume gab und die ganzen Leute in den Parks keine anderen Möglichkeiten hatten, die mussten welche verbrauchten Spritzen wieder benutzen. Da war die Infektionsrate viel, viel höher als heutzutage. Der Spritzentausch ist eine Erfolgsgeschichte. Doch nicht alle Süchtigen nutzen das Angebot.
Wo die Junkies die Spritzen wegwerfen, räumt die Fegerflotte hinterher. Für den Job bekommen Rudi, Horst und Frank ein kleines Gehalt. Vor allem aber Anerkennung. Auch wenn nicht jeder im Viertel den Service zu schätzen weiß. Gehen links zum Vorplatz nehmen. Ich sehe dich immer da. Ich habe nicht gesehen. Was sehe ich uns nicht? Ich bin nicht Linder, ja. Simon Zacharovic ist Restaurantbesitzer. Er meint, dass hier außer ihm sowieso niemand sauber macht. Ich mache jeden Tag. Person kommt nicht hier zu geputzen. Das ist, alles ist Lingering. Alles kommt hier und macht die Spritzen hier und schmeißen in das Restaurant von Leuten beim Essen. Gebrauchte Spritzen und Fäkalien vor der Restaurantterrasse. So schnell wie der Dreck hier auftaucht, können die Jungs gar nicht aufräumen. Kommen die Leute von hier also, und sitzen und machen Kacke. Eine typische Diskussion. Kein Wunder, wenn Geschäftsleute und Junkies Tür an Tür leben. Aber es ist mal so. Es gibt auch Leute, die wo kommen und sagen, ey, super, dass ihr das macht und so. Und es kommen dann wieder Leute, die sagen so, Bagage und was weiß ich und Scheiß. Okay. Muss man mit leben. Leben mit der Drogenszene. Das geht so wohl nur in Frankfurts Bahnhofsviertel. Auf einem halben Quadratkilometer drängt sich vieles, was anderswo Probleme macht. Wo nach dem Zweiten Weltkrieg der Schwarzmarkt aus dem Boden schoss und das Rotlicht sein festes Revier hat, sind die Anwohner hart im Nehmen. Hier kann die Stadt in der Drogenpolitik neue Wege gehen. Am Anfang hieß das vor allem Abschied nehmen vom Bild des kriminellen Drogensüchtigen. Wir haben geguckt, was sind das für Menschen, wo kommen die her? Ja, und was kann man mit denen machen? Und mir hat es nicht, ich war ja Gesundheitsdezernentin, ich war viel in Krankenhäusern, ich war ja für die Krankenhäuser zuständig. Und da habe ich gesehen, ja, zum Beispiel Alkoholiker, die auch schwer krank waren und wie die behandelt wurden und wie die Drogenabhängigen. Ich habe das nicht eingesehen, warum Drogenabhängige keine ärztliche Hilfe kriegen. Ja. Der Anfang einer in Deutschland beispiellosen Entwicklung. Hilfsangebote auch für Süchtige, die weiter Drogen nahmen. Spritzentausch und Gratiskondome. Konsumräume und Schlafplätze. Ärztliche Versorgung und die Ausgabe von Methadon und sogar Heroin. Von den Grenzen des Betäubungsmittelgesetzes ließ Frankfurt sich nicht aufhalten. Die Bundesregierung hat die Landesregierung vor kurzem aufgefordert, das rechtswidrige Tun der Stadt Frankfurt umgehend zu unterbinden. Also Frankfurt zeichnet sich dadurch aus, dass es eine sehr pragmatische Stadt ist, pragmatisch denkend und handelnd. Und Frankfurt ist auch eine sehr wohlhabende Stadt. Und ich glaube, das sind so zentrale Hintergründe, die es erleichtert haben, schadensminimierend zu arbeiten und Angebote in die Welt zu setzen, die auch viel Geld gekostet haben. Also um zum Beispiel das europagrößte Drogenhilfezentrum zu errichten, muss man schon mehrere Millionen in die Hand nehmen können, um das eben zu machen. Und das konnte die Stadt eben tun. Drogensucht akzeptieren, Drogenhandel minimieren. Eine schwierige Aufgabe. Denn wo die Junkies sind, sind auch die Dealer nicht weit. Krisengespräch bei Frankfurts ältestem Rockmusikgeschäft. Dem Besitzer von Cream Music laufen die Kunden weg. Der Grund, die Crack-Verkäufer. Was ist hier ein Treffpunkt? Das ist alles, seit wir unseren Nachbarkiosk haben, hat sich das etabliert. Und es ist tatsächlich so, Originaltöne, wir treffen uns genau wieder hier. Also ich spreche jetzt von unserem Geschäft hier. Hier wird gestanden, hier wird gedealt. Wenn du was brauchst, rufst du mich an, hier treffen wir uns. Ich kriege das ja teilweise mit, wenn Menschen hier in die Taunusstraße reingucken, von vorne am Bahnhof kommt. Sehen Sie dann hier 5, 6 junge Kerle stehen, die den Bürgersteig verlagern, dann drehen sie um und gehen durch die Kaiserstraße. Es ist tatsächlich so, dass jetzt die Taunusstraße die schlimmste Straße im Bahnhofsviertel geworden ist. Das ist ein Fakt. Und wir leben hier teilweise in einem rechtsfreien Raum. Das muss man ganz klar sagen. Guck mal, die Herrschaften hier links, die vier. Dabei ist die Polizei schon rund um die Uhr präsent. Frankfurter Weg, das heißt, nicht die Süchtigen sind im Visier, sondern die Dealer. 84. Personenkontrolle vor einem bekannten Umschlagplatz. Die Herrschaften, jetzt hier vorstanden, die sind nicht unbedingt direkt in der Drogenszene mit drin, aber die sind sogenannte Unterstützer, die sind Aufpasser. Das heißt, drin sitzt da meistens ein Dealer oder sogar mehrere. Diese Herrschaften stehen draußen und sobald wir halt kommen, macht einer vielleicht ein Handzeichen da drin, dann steht noch ein zweiter an der Tür, der ruft dann in den Raum rein und wir sind noch 50 Meter weg, kriegen eigentlich gar nichts mittendrin, ist entweder alles direkt verschwunden oder man verschwindet über irgendwelche Wege. Die ganzen Gebäude sind untereinander auch miteinander verbunden. Da gibt es Feuerschutztüren, Fluchtwege, die kennen wir gar nicht alle, die sind zum Teil uralt. Ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem oft die Dealer gewinnen. Und das in einem Viertel, in dem nach und nach das Geld einzieht.
Ja, hier wird Luxus saniert, ohne Frage. Also hier zieht jede Menge Geld ein aktuell. Das ist ein großes Problem für uns auch. Althergebrachte Plätze, an denen sich die Konsumenten aufhalten durften, sind plötzlich schick. Und die Häuser drumherum werden halt sehr teuer saniert. Also wir haben gerade ein Stückchen weiter hier runter. Bei dem Druckraum Elbestraße, das Phänomen, das gegenüber wirklich extrem Luxus saniert worden ist, wo die Apartments teilweise für mehrere Millionen verkauft worden sind angeblich. Und natürlich haben diese Leute, die da einziehen, das Geld bezahlt haben, eine andere Idee davon, wie ihr Vorgarten in Frankfurt aussehen sollte, als das, was sie jetzt hier zu sehen bekommen jeden Tag. Wird der Luxus den Frankfurter Weg verdrängen? Einige fürchten ja, es sei denn, die Szene wird noch unauffälliger. Die Träger müssten schon ein Konzept entwickeln, wie man mit den offenen Szenen vor den Drogenkonsumeinrichtungen umgeht. Das wird jetzt ein bisschen der Polizei überlassen, aber auch Mitarbeiter aus den Drogenkonsumeinrichtungen versuchen, die Szenen dann aufzulösen, also versuchen an die Vernunft zu appellieren. Das wirkt auch zum Teil, aber da könnte noch eine Menge mehr passieren. Tatsächlich kommt es vor den Konsumräumen oft zu Problemen. Ich verstehe, warum du dich darüber aufregst. Aber lass uns doch mal rübergehen, dann lösen wir ein Problem, indem wir neue Pumpen besorgen und dann gucken wir weiter, okay? Ärger mit einer Drogensüchtigen. Na komm, steh auf, lass uns zusammen rübergehen. Dann geht dem einer ab dabei. Und ich hab dann Bock, mich von so einem Anwichsen zu lassen. Dann können wir zumindest das Problem jetzt lösen. Eine andere Drogenstreife hat der Frau einen Sack voll Spritzen abgenommen. Mit denen versorgt sie andere Junkies auf offener Straße. Kai Dube und Daniel Pfeil beruhigen. Druckraum hat ja seit 5 Minuten auf. Schauen wir nach. Die Dame hat einen ganzen Haufen Spritzen und Besteck dabei gehabt. Das ist hier abgenommen worden, weil sich der breit gemacht hat wahrscheinlich. Und diese Dame ist halt dafür bekannt, dass sie halt für andere Leute Service macht. Service heißt, sie bereitet Spritzen etc. vor, was man braucht zum Konsumieren, hat einen Löffel, einen eigenen Brenner. Leute kommen zu ihr, geben ihr das Heroin oder das Crack, je nachdem, was man halt aufkochen möchte. Und die Dame macht den ganzen Rest so weit fertig, bis es halt aufgezogen auf der Spritze ist, inklusive Suche nach der Vene, wenn man möchte. Das heißt, diese Dame ist auf gar keinen Fall ein unbeschriebenes Blatt. Die weiß ganz genau, was sie hier macht und die weiß auch ganz genau, was sie hier nicht zu machen hat. Aber die macht natürlich ein Drama daraus, weil jetzt halt ein Großteil ihrer Geschäftsgrundlage gerade entzogen worden ist. Die Polizei als Junkie-Helfer. Was habt ihr denn, Notfall? In Frankfurt kein Widerspruch. Ach, okay. Denn für Ordnung sorgen sie trotzdem. Nur eben anders als früher. Ich kann mich daran erinnern, dass mir schon mehrmals der Löffel weggetreten worden ist mit dem Material drin. Oder die Dose weggetreten worden ist. Was machst du dann? Was soll man dagegen da machen? Gar nichts. Ist es gut, dass die Jungs im Viertel unterwegs sind oder stört es noch ehrlich, ein bisschen? Bitte jetzt nicht sauer sein. Es nervt ab und zu extrem. Warum? Ja, weil sie immer dann da sind, wenn man was machen will. Genau dann da, in dem Moment sind, sagen wir es mal so. Wenn man was aufkochen will, wenn man Turkey hat, dann kommen sie genau um die Ecke gelaufen. Zum Beispiel. Ja, du weißt auch, wie es hier ist, wenn wir nicht da sind. Ohne Polizei sähe es im Viertel schlimmer aus. Ehrwürdiger Euerbun, nimm hier dies als Zeichen meiner tiefsten Reue. Ginza, Nobelviertel und Amüsiermeile der japanischen Hauptstadt Tokio. Auf der einen Seite Glitzerwelt, auf der anderen das Zentrum von Japans Unterwelt. Jahrelang war die Ginza sein Revier. Yoichi Nakamura, ein ehemaliger Yakuza. Man nannte ihn ehrfürchtig den Löwen von Ginza. Er war der Geldeintreiber seines Clans. Heute hält er sich von dem Viertel lieber fern. 37 Jahre lang war ich ein Yakuza, jetzt nicht mehr. Die Ginza war mein altes Revier. Ich darf mich hier nicht mehr blicken lassen. Lebe wohl, mein Ginza. Das ist mein Enkel Riki. Er ist gerade 8 geworden. Stimmt? Und das ist Rikis kleiner Bruder, Ren. Der ist 3. Und der Enkel sagt, mein Opi ist Yakuza-Boss. Toyohiko Tanaka, Yakuza-Boss. Toyohiko Tanaka ist einer der wichtigsten Männer in Japans Unterwelt. Er hat uns erlaubt, ihn in sein Territorium zu begleiten. Wir folgen der Limousine in eine Ausflugsregion nördlich von Tokio. Überall wird der Yakuza-Boss erkannt und bewundert.
Niemand hier scheint Angst vor dem mächtigen Verbrecherboss zu haben. Tatsächlich sind die Yakuza tief verwurzelt in der japanischen Gesellschaft und wurden jahrhundertelang toleriert. Sie sehen sich als Erben der Samurai, als Verfechter des guten alten Japans. Hilf den Schwachen und wehre dich gegen die Mächtigen. So steht es im Ehrenkodex der Yakuza. Vergleiche mit der Mafia verabscheut Tanaka. Als Yakuza bist du kein gewöhnlicher Krimineller. Unsere wichtigste Grundregel lautet, der normale Bürger ist für uns tabu. Alte Frauen und Kinder, die lassen wir in Ruhe. Wir sind nicht wie der ordinäre kriminelle Abschaum. Wir Yakuza, wir respektieren unsere Mitmenschen. Aber wir können natürlich auch nicht immer nur nett sein. Von irgendwas müssen wir schließlich leben. Selbstverständlich nehmen wir in unserem Territorium Schutzgelder. Nur wenige Augenblicke später. Wir beobachten, wie unsere Begleiter durch die Restaurants schlendern. Ganz selbstverständlich. Schutzgeld, ein klassisches Geschäft der Yakuza. Sie sorgen dort für Recht und Ordnung, wo die Polizei nicht erwünscht ist. So sehen sie ihre Daseinsberechtigung. Eine Art Dienstleistung für die Bevölkerung. Wir haben gewisse Regeln, strenge Regeln. Die müssen alle Mitglieder befolgen. Wir tolerieren keinen, der nur in seinem eigenen Interesse handelt. Wer sich nicht an unseren Ehrenkodex hält, fliegt raus. Für einen Yakuza ist das die größte Schande. Schlägertypen schaden unserem Ruf. Zurück in Tokio. Der frühere Yakuza Nakamura erzählt seine Geschichte. Ich bin's, Nakamura. Ich bin rausgeflogen bei den Yakuza. Die haben gesagt, die brauchen so einen wie mich nicht mehr. Es war nur ein kleiner Streit. Eine Prügelei halt. Ging ums Geld. Und die schmeißen mich einfach raus. Nach 37 Jahren. Das war ein Schlag in die Magengrube. Bilder aus besseren Zeiten. Nakamura ist genau die Art Yakuza, die Tanaka nicht mehr duldet. Yoichi Nakamura hat verloren, was 4 Jahrzehnte sein Leben war. Jetzt will er ein neues aufbauen, als Immobilienmakler und Boxpromotor. Business-Meeting mit den neuen Partnern. Ganz schnell wird klar, alle hier im Raum waren mal Yakuza. Voller Stolz und Wehmut denken sie an diese Zeit zurück. Ich beginne jeden Tag mit einem Spaziergang an der frischen Luft. Saiko! Good morning! Have a nice day! Go, 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 go! Ich bin mit Anfang 20 den Yakuza beigetreten. Ich hätte alles für meinen Boss getan. Treu bis in den Tod. Mein Clan war mein Leben. Ich glaube noch immer, dass er eine großartige Organisation ist. Ein Yakuza sein, das heißt ein Krieger sein, mit dem Gegner kämpfen bis aufs Letzte. Und ich bin ein Kämpfer. Nakamura macht sich Mut. Immerhin ist er fast 60. Ein alter Yakuza-Krieger, der nun ganz von vorne anfängt.
Daikaku Chodoin, genannt Sensei, der Meister. Daikaku Chodoin kennt alle wichtigen Yakuza-Bosse persönlich. Jahrelang war er Berater des Syndikats. Jetzt will er eine neue Organisation gründen. Die traditionellen Yakuza, glaubt er, wird es nicht mehr lange geben. Früher, da waren die Yakuza noch wer. Jeder wollte so sein wie sie. Die meisten sind aus Verehrung Mitglieder geworden. Aber in den modernen Zeiten haben die Yakuza ihre Faszination längst verloren. Die gelten doch in der heutigen Generation nicht mal mehr als cool. Sie haben einfach keine Macht mehr. Es werden immer mehr auf der Straße landen. Ich biete ihnen eine neue Heimat. Der Sensei, der Meister, nimmt uns mit in seinen Karate-Club. Ex-Yakuza lässt er hier umsonst trainieren. Wir erfahren, der Sensei ist auch Nakamuras Meister. Einige Wochen später. Als wir Yoichi Nakamura wieder besuchen, schmiedet dieser mit einem anderen Geschäftspartner Pläne. Auch er offensichtlich ein Ex-Yakuza. Ein Blick auf seine Finger reicht. Und er will uns zeigen, wie es dazu kam. Der Clan hatte gerade unter meinem Namen ein Bankkonto eröffnet und eine halbe Million Dollar eingezahlt. Zufällig hatte ich zu der Zeit gerade eine Menge Spielschulden. Ziemlich genau dieselbe Summe. Also dachte ich, ich könnte es doch einfach von meinem Konto nehmen. Damit habe ich Schande über meinen Clan und meinen Oyabun gebracht. Um mein Gesicht zu wahren, musste ich dem Ehrenkodex der Yakuza folgen. Und ab war er. Ich habe die Fingerkuppe dann sorgfältig in Formaldehyd eingelegt und per Kurier an meinen Clan geschickt. Nur so konnten sie mir vergeben. Für einen Yakuza ist das Fingerabschneiden das bedeutendste Zeichen der Sühne, das es gibt. Oyabun Tanaka, der Yakuza-Boss, hat uns eingeladen. Eine besondere Ehre. Er will uns etwas zeigen. Offenbar ist ihm wichtig, dass wir seine Welt verstehen. Gucken Sie da vorne, das bin ich. Hiermit ernenne ich Toyohiko Tanaka aus der Tamagawa-Familie zum achten Oyabun der Tamagawa, heißt es in dem Video. Das ist die bedeutendste Zeremonie der Yakuza, die Intronisation des neuen Oyabun. Man bekommt die wichtigsten Insignien des Clans überreicht. Sie symbolisieren das Territorium des Clans und die lange Geschichte der einzelnen Clanfamilien. Am bedeutendsten ist Tamashi, der Spirit. Über 300 Jahre Clangeschichte. Für einen Moment fühlen wir uns ins alte Japan zurückversetzt. Sehen Sie zum Beispiel, was mein Diener hier macht. Das ist in Japan ganz normal. Zumindest in dem Japan, wie wir es verstehen. Putzen, Wäsche waschen, kochen, das hat nichts mit niederer Arbeit zu tun. Das sind Lehrjahre, die den Menschen formen. Der Jüngere kümmert sich um den Alten, das ist das Prinzip. Ich selbst habe das auch gemacht. Im Gegenzug sorge ich für meine Schützlinge und gebe ihnen alles, was sie brauchen. Natürlich nur, wenn sie ihre Pflichten anständig erledigen. So ist unser Gesetz. Ich diene meinem Oyabun seit 7 Jahren, sagt der Diener. Ich stehe jeden Morgen um 8 Uhr auf und mache dem Boss Frühstück. Dann putze ich das Haus und mache alles, was er mir aufträgt. Egal, was es ist. So sieht mein Alltag aus. Ich würde für den Oyabun sogar mein Leben geben. Das
Wenn du bereit bist, für deinen Clan alles zu geben, was es auch sei, sogar ins Gefängnis gehen, wenn du alles tust, was man von dir verlangt, dann schaffst du es Schritt für Schritt nach oben. Wenn du unsere Regeln achtest, dann kannst du irgendwann sogar selbst ein Oyabun werden. Er markiert sein Revier. Vor ein paar Tagen hat Nakamura uns angerufen. Er will mit uns Grundstücke für sein Immobilienprojekt besichtigen. Schon als Yakuza gehörten Immobiliengeschäfte zu seinen Aufgaben. In der Blütezeit der japanischen Immobilienblase in den 90ern war er Millionär. Er will es jetzt wieder werden. Hier, das kommt alles weg. Wir bauen hier einen riesigen Gebäudekomplex hin. Die Dinger da sind doch uralt. Kann doch eh kein Schwein mehr drin wohnen. Wir machen da einen schicken Neubau hin. Die Eigentümer wollen aber viel zu viel Geld für die Bruchbuden. Können die vergessen. 1, 2, 3, hau ich alles weg. Oh ja, hier geht auch noch was. Schau dir das an. Überall Baulücken. Da, da muss ich mal knipsen. Guck hier, wir könnten die ganze Straße platt machen. Da wäre Platz für ein mega Einkaufszentrum. Die wollen tatsächlich Geld, wenn sie raus müssen. Mit sowas muss ich mich rumschlagen. Die weigern sich einfach auszuziehen. Dann werden wir denen mal ein bisschen Stress machen. Vielleicht sollten wir einen Killer engagieren. Am Abend. Nakamura ist mit seinem Mentor verabredet. Der Sensei scheint zufrieden. Ja, wieder fangen wir mal an. Wie in alten Zeiten geht es gleich ins japanische Nachtleben. Dort will Nakamura auch für seine erste Boxveranstaltung werben. Ich werde mich immer an meine Yakuza-Zeit auf der Ginza erinnern. Das waren die besten Jahre meines Lebens. Wir hatten die schönsten Mädels. Es war eine geile Zeit. Wir wussten einfach, wie man sich vergnügt. Jeden Tag Shampoos. Wein für $10,000 die Flasche. Manchmal habe ich in einem Monat $60,000 verjubelt. Mädels, ich bin Boxpromoter. Ich brauche Nummern, Girls. Hier ist mein Handy. Los, gebt eure Nummern ein. Hey Junge, ich organisiere einen Boxkampf. Hier, 1er-Plätze in der ersten Reihe. Nur für dich. Ja, ja, nur für dich. Zeit für die alte Clan-Hymne.